Gut, wie wird man Organist? Das ist eine sehr gute Frage und sehr umfangreich auch. Also ich denke, vielleicht ist man zuerst mal fasziniert von dem Instrument, ein riesiges Instrument, eine riesige Maschine, die ganz tiefe Klänge hat, zum Beispiel, kann ich noch mal sowas mal zeigen, und ganz hohe Klänge. Und ich glaube, dass man als Kind diese Faszination natürlich bekommt. Auch, ich würde sagen, auch eine gewisse Mystik vielleicht auch, weil das Instrument Orgel findet man ja erstmal in einer Kirche. Und dann, in meinem Fall, war es einfach die Liebe zu Johann Sebastian Bach. Ich habe im Alter von 6 Jahren eine Schallplatte bekommen, eine LP, eine verkratzte Schallplatte mit Johann Sebastian Bach, Toccata, Passacaglia, und das war für mich ein Kulturschock. Und ab diesem Moment wusste ich schon, ich wollte Organist werden und habe mein ganzes Leben danach gerichtet. Und es war noch eine gerade Linie, würde ich sagen, bis heutzutage. Ja, warum wird man Orgelbauer? Das ist eine gute Frage in der Hinsicht, was hat mich als Kind, hat mich bei einem Schulausflug in einer Kirche, die wir besucht haben, fasziniert, dass zwei Männer in diesem dunklen Kasten da irgendwie rumhantierten und ich dann mal geschaut habe, da waren zwei Orgelbauer am Werk. Und ab diesem Tag war mir eigentlich klar, dass das der Wunsch ist, diesem Beruf nachgehen zu wollen. Weil es ist ein Beruf, der vielseitig ist. Man hat mit verschiedenen Techniken, Holz, Metall, Elektrik zu tun, man hat mit Leder zu tun, man hat mit tollen Räumen zu tun. Man ist schon, fühlt sich ein bisschen, will man sagen, erhaben, mit so einem Instrument arbeiten zu dürfen, das verleiht einem schon. Und wenn man dann sowieso noch vielleicht gar christlich sozialisiert ist, dann hat man sowieso von frühester Kindheit an Beziehung zu diesem Instrument. Und für mich gab es eigentlich nie einen anderen Wunsch, als dieses Instrument wirklich bauen zu dürfen. Und das währt nun schon 40 Jahre. Also ich finde es total faszinierend, auch im Konzertsaal zu konzertieren. Das ist natürlich eine ganz andere Herausforderung wie in der Kirche. In der Kirche ist die Akustik, und Albert Schweitzer sagte schon, das schönste Register der Orgel sollte die Akustik sein. In der Philharmonie gibt es nicht diese Orgelakustik, aber es gibt eine ganz besondere Stimmung. Es ist auch eine Art Tempel der Musik und man spürt das Publikum. Und ich glaube, diese Kommunion mit dem Publikum, diese Energie und diese Aufmerksamkeit vom Publikum kann man als Musiker sehr gut spüren und das beflügelt einen. Also ich habe schon öfters gemerkt, wenn ich zum Beispiel in der Philharmonie für mich alleine spiele, jetzt mit dieser Beleuchtung, ist es manchmal für mich schwierig, mich in einer gewissen Innigkeit oder in einer gewissen Ausdrucksweise mich zu entfalten. Aber wenn Konzert ist, alles ist abgedämpft, ein schönes, intimes Licht, das Publikum ist da, man spürt, dass die Leute zuhören. Ich denke, das schönste Gefühl für einen Musiker ist, wenn absolute Stille ist. Wenn man nichts mehr hört, spürt man, die Leute sind dabei. Und dann ist jeder kleine Anschlag, jede kleine Atmung nimmt eine riesige Wirkung. Und würde ich sagen, das ist richtig die blaue Note, ja, wie im Jazz. Das ist ein außergewöhnlicher Moment und da sehnt man sich danach. Und man versucht dann auch, diese Momente herauszufordern. Und deswegen ist der Konzertsaal eine sehr große und wichtige Erfahrung für einen Musiker. Und es verzeiht auch nichts. Man muss richtig perfekt spielen. Und das ist auch immer wieder eine große Herausforderung. Und die Philharmonieorgel ist auch mit ihren ganzen Klangfarben, und wir sind auch dran, diese Klangfarben noch zu entwickeln, ist es immer wie eine große Palette, wie ein Maler, wo viele Farben zur Verfügung hat.
und man kann orchestrieren, man kann die Stücke manchmal Mittelstimmen herausholen, man kann manchmal manche Überraschungen und man hört die Musik. Das Filigrane öfters in der Kirche geht es manchmal unter. Zum Beispiel, wenn ich das Beispiel von Reger nehme, wenn sie Reger spielen im Konzertsaal, obwohl es sehr schwierig ist, aber man hört Sachen, die man in der Kirche noch nie gehört hat. Und das, glaube ich, ist auch eine große Quelle der Inspiration. Ja, der wesentliche Unterschied zwischen einer Orgel in einem Konzertsaal und einer Kirche ist eigentlich der, dass die Orgel, wie Herr Mechler schon gesagt hat, das Problem hat, es gibt keine Unterstützung für den Klang, sondern die Orgel muss aus sich heraus in der Lage sein, das komplette Frequenzspektrum zu bedienen. Und wir reden da von Frequenzen zwischen 16 Hertz. Das ist also an der unteren Hörgrenze, also ein ganz tiefer Ton, und 16.000 Hertz, da sind wir an der oberen Hörgrenze, was man, da muss man schon fast wie eine Fledermaus sein, um das noch zu hören. Und das ist eben die Schwierigkeit. In einer Kirche verstärkt die Raumakustik oftmals diese Frequenzen und trägt sie sozusagen. In einem Konzertsaal ist das sehr selten der Fall. Ich glaube, selber habe ich nur zwei Konzertsäle in den ganzen Jahren gehabt, wo das der Fall war, wo die Orgel auch von sich aus ganz entspannt diese Frequenzen bedienen konnte und diese Atmosphäre, die man eher tatsächlich in einer Kirche hat. Und hier muss man so ein bisschen mehr mit Kraft rangehen. Das wissen wir Orgelbauer heute auch ein bisschen besser, wie wir damit umgehen. Das war eben vor 40 Jahren noch ein bisschen anders. Da baute man im Prinzip mit den Erfahrungen einer Kirchenorgel eine Konzertsaalorgel. Heute wissen wir, dass Konzertsaalorgeln ganz andere Mengen an Wind benötigen, um sozusagen die Menschen auch wirklich anzusprechen unmittelbar, dass man diese Schallwellen erspüren kann. Und das sind, glaube ich, so die wesentlichsten Unterschiede, die man benennen kann. Wo unterscheidet sich das? Wir müssen unterscheiden. Es gibt einmal die Digitalisierung im Hinblick auf Ansteuerung. Da sehen wir dann auch, wie gerade eben, so ein ganz klein bisschen Probleme, weil früher waren das alles ganz konventionelle elektromechanische Schalter, wie bei einem Lichtschalter, ganz konventionell. Heute steuert das alles eine intelligente Logik eines Computers, was dann auch seine Tücken manchmal hat. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, dass wir sozusagen von Klängen reden, welche sozusagen an einem Ort X eingefangen werden und werden dann auf das Instrument übertragen und Lautsprecher bzw. Kopfhörer geben das dann wieder. Und meine einzige Erwiderung darauf ist, ich bin selber manchmal verblüfft, wie gut das funktioniert und bin manchmal genauso überrascht, wie schlecht das auf der anderen Seite funktioniert und habe da sehr viel in letzter Zeit darüber nachgedacht, wo sind die Hauptunterschiede. Digitalisierung kann eben im Grunde genommen nicht das, was eine Orgel kann, weil wenn Sie überlegen, so eine Orgel in diesen Größenordnungen hat, ich sage jetzt mal überschlägig 5000 Pfeifen, dann bräuchten Sie 5000 Lautsprecher, weil ja jede Pfeife an sich wie ein Lautsprecher funktioniert. Jede Pfeife erzeugt eine eigene Schallwelle. Wenn Sie ein Glück haben, haben Sie vielleicht 20 Lautsprecher. Und da muss alles drüber versorgt werden. Und da kommen diese Systeme oftmals in der Übertragung an ihre Grenzen und machen das Ganze so ein bisschen schwierig, muss man sagen. Also man darf das nicht gegeneinander abwerten, das wäre ungefähr eben so, der Live-Eindruck, den man hat, und genauso ist es bei einer Orgel, ist etwas anderes, wie wenn ich ins Konzert gehe und das Instrument unmittelbar erfahre, als wenn ich über einen Lautsprecher und einen Bildschirm eine Information bekomme. Das hat eine andere Wertigkeit. Deswegen sind wir als soziale Wesen ja auch dazu so ein bisschen veranlagt, dass wir diesen Kontakt und dieses Erlebnis aussuchen. Und das macht eben auch gerade hier in Köln, in diesem wunderbaren Raum, auch jedes Konzert wirklich, in dem ich auch selber war, zu einem großen, nachdrücklichen Eindruck, den man mit nach Hause nimmt, den man zu Hause so nie gewinnen könnte.
ist auch dieses Kunsthandwerk, das muss bleiben bei der Orgel. Ich glaube, das ist mir auch persönlich ein großes Anliegen, wenn man auch die Geschichte der Orgel betrachtet. Es gab ja die erste Orgel vor Jesus Christus, ja, also in der Antike schon. Und ich würde sagen, die Blütezeit der Orgelwelt oder der Orgelbau war 17., 18. Jahrhundert. Und danach hat sich die Orgel vergrößert, man hat sie auch industrialisiert, man hat versucht, das Orchester nachzuahmen, aber sie hatte ihre eigene Persönlichkeit, würde ich sagen, im 18. Jahrhundert und im 17. Jahrhundert mit dem wunderbaren Kontrapunkt und mit natürlich Johann Sebastian Bach. Später hat sich das entwickelt und heutzutage denke ich mir, dass es sehr wichtig ist, einen Fuß in der Vergangenheit zu haben, mit dem Respekt von Baukunst und die Tradition, die große Tradition von Gottfried Silbermann ab Schnittger und natürlich ein Fuß in die Zukunft, weil wir müssen Menschen sein von unserer Zeit. Das ist sehr wichtig. Und ich denke, da denke ich immer an Rodin, der Bildhauer, der sagte, man muss nicht die Kunstwerke nachmachen, man muss sie weitermachen. Das heißt, man muss sie respektieren und mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat, es versuchen, an Tag, eben an den Geschmack vom heutigen Tag. Und, aber es muss von derselben Qualität sein, wie was unsere Vorgänger gemacht haben im 18. Jahrhundert. Ich glaube, das ist das Geheimnis. Es hat was mit Tradition zu tun, auch mit der Bewahrung von Traditionen, die man eben weiterführt. Ich glaube, das ist ein wichtiges Stichwort, ja. Dass wenn wir sehen, woher kommen wir eigentlich und was macht uns als Menschen heute aus, dann sollten wir versuchen, kreativ mit dem Potenzial für die Zukunft auch umzugehen. Und nicht so sehr, ich bewundere natürlich alle Kollegen, die so wahnsinnig im Kopieren von historischen Fakten sich tummeln, aber das Problem ist so ein bisschen, davon geht eigentlich relativ wenig für die Zukunft aus. Und wenn man sich allein mal die Hammond-Orgel anschaut, das ist ein originär für eine Kirche gebautes Instrument. Und welchen Siegeszug in die Moderne hat dieses Instrument dann eigentlich vollzogen? Und wir sind heute noch total fasziniert, wenn wir Absolut. Das hören, wo wir sagen, da ist ein bleibender Wert für die Zukunft geschaffen worden, aus der Idee, etwas, was uns geschichtlich überkommen hat, nachzubilden. Und das ist eben etwas, was uns heute auch noch antreiben sollte, diese Geschichte einfach weiter zu erzählen, da nicht zu verharren in dem Punkt, sondern dass es einfach auch ein Morgen gibt, wo diese Form der Kultur eben immer noch eine ganz wichtige Rolle spielt. Und ich glaube auch, die Orgel ist einfach ein lebendiges Instrument, gerade mit ihrer Atmung, mit den Pfeifen. Auch jede Orgel ist einzigartig, ja, ist wie ein Mensch, sie hat ihren Charakter, sie hat ihre Laune, wie wir gerade eben gesehen haben. Und das, glaube ich, das ist sehr wichtig, dass das bleibt, das muss unbedingt bleiben, dass jedes Instrument ein Unikat ist und ihre Farbe, ihr Gesicht. Und wenn zu viel digital alles gemacht wird, wird alles, alles sehr flach und das darf nicht sein. Ich glaube auch, der Orgelbau ist ein Kulturerben, sehr wichtig, auch seit 2017, genau. Immaterielles Kulturerben. Und deswegen ist die Orgel auch dieses Jahr Instrument des Jahres. Und ich glaube, dass wir Organisten immer auch eng zusammenarbeiten mit Orgelbauern und diese Vision und diese Erbschaft weiter pflegen. Ja, auf jeden Fall. Also das würde ich sagen, es gibt viele Frauen, die Orgel spielen und sehr, sehr gut. Also da gibt es für mich keinen Unterschied. Und wir haben auch in der Hochschule viele Frauen. Und die Studenten, die jungen Menschen sind sehr interessiert an Orgel. Und ich glaube auch, dass die auch diese besondere Sensibilität haben für die Vergangenheit, für schöne Instrumente und auch junge Menschen von unserer Zeit sind. Und das fasziniert mich immer wieder zu sehen, wie die Geschichte immer weitergeht. Und ich glaube, dass die Zukunft der Orgel sehr gut aussieht. Weil wir haben wunderbare Orgelbauer, wir haben viele Nachwuchskünstler und das Niveau wird immer besser. Die Leute beschäftigen sich sehr intensiv und ich finde auch,
YouTube, das finde ich auch eine sehr gute, da kann man sehr viel lernen, auch als Student, man kann viele Sachen hören und ich glaube, dass wir da sehr zuversichtlich sein können, wie es in Zukunft gehen wird. Man kann nur lehren, wenn man viel selbst lernt und wenn man sich selbst weiterentwickelt. Und ich glaube, man lernt gerade so viel, wie was man selbst lehrt. Die Studenten bringen mir gerade so viel, wie was ich ihnen bringen kann. Und das ist ein wunderbarer Austausch. Und ich glaube auch, gerade dieses Glück, es ist ein großes Glück, mit jüngeren Menschen immer zusammen zu sein, das macht, dass man sich selbst immer entwickelt und selbst immer in Frage stellt. Und deswegen finde ich diesen Austausch absolut faszinierend und gibt mir viel Kraft und viel Lebensfreude. Es ist ein bisschen die Freude an einem, das, was einem vielleicht auch selber widerfahren ist oder was man gelernt hat, weitergeben zu dürfen an interessierte Folgegenerationen, sage ich mal. Und irgendwo Menschen ja, in Kommunikation treten über ein Thema. Und ich glaube, das ist eben das, warum Lehren und Lernen untrennbar verbunden bleibt. Es ist insofern interessant, das war doch vor 40 Jahren, 50 Jahren immer noch ein ganz traditioneller handwerklicher Ausbildungsberuf. Man ging mit einem mittleren Bildungsabschluss in diese Ausbildung, in diesen Beruf. Und heute haben wir fast nur noch Abiturienten eigentlich, die diesen Beruf erlernen. Weil die Anforderungen sind nicht gerade gering, gerade im physikalisch-mathematischen Bereich sollte man schon einigermaßen fit sein mit diesen ganzen Berechnungen von Frequenzen etc. muss man umgehen können. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, der Drang der kreativen Gestaltung heute ungebrochen. Also wir leben nicht mit einem 3D-Drucker, der uns dann irgendwie computertechnisch unterstützt und die Dinge macht, sondern bei uns ist es noch wirklich von dem Stück Holz, das man draußen holt, bis zu dem fertigen Bauteil, dass man einen Prozess nachvollziehen kann, der fast ausschließlich von Hand geschieht. Und das macht, glaube ich, auch dieses Unmittelbare aus, dass Menschen heute ja manchmal sagen, ich möchte kreativ etwas gestalten. Egal ob als Musiker oder als Handwerker, dann ist es etwas Unmittelbares und vor allen Dingen einen Wert erschaffen, der vielleicht über morgen hinausgeht. Das ist ja auch so etwas, wir sind ja heute doch sehr geprägt von diesen Dingen, die schnell ihren Wert und ihre Wertigkeit verlieren und entsorgt werden. Und wir hoffen doch, dass unsere Instrumente wenigstens die 100 Jahre mal überdauern, zumindest aus qualitativer Hinsicht. Was Menschen damit machen, ist dann wieder was anderes. Also ich glaube vielleicht, was ich noch dazu sagen möchte, ob es Orgelbauer sind oder Musiker oder Orgelbauer oder Künstler allgemein, wir sind einfach und bleiben das ganze Leben suchende Menschen. Wir versuchen weiterzukommen in Respekt von der Vergangenheit, aber wir suchen natürlich immer auch Kreativität. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass das bleibt. Und wenn man das aufhört, kreativ zu sein, dann würde ich sagen, ist das Ende von der Entwicklung. Deswegen ist gerade Kultur so wichtig, dass wir viel Kultur erleben können, dürfen und dass die Orgeln, ich hoffe, sehr bald wieder singen mit sehr viel Publikum und dass viele Menschen und Leute das richtig genießen können und dass man wieder zum Publikum in Kontakt hat, weil das diesen Austausch, diese Kommunikation ist sehr wichtig. Und die Musik und das Instrument ist ein Medium, ist eine Sprache, dass man von Seele zu Seele sprechen kann und die Menschen erreichen kann, um auch diese heutige Zeit besser zu ertragen. Der gute Geschmack entwickelt sich auch mit der Erfahrung
Und der alte Spieltisch war natürlich, würde ich sagen, Zeuge einer Epoche. Und heutzutage ist man, würde ich sagen, auch immer in der Kunst auch minimalistisch. Und Sie sehen, diesen Spieltisch ist sehr minimalistisch, es sieht überhaupt nicht groß aus. Aber wenn Sie die Orgel in ihrer Fülle hören, sind Sie überrascht, was da alles da ist und was da alles rauskommt. Und wie Sie so schön gesagt haben, es ist auch natürlich elegant und auch sehr übersichtlich für den Organisten. Man darf auch nicht vergessen, als Organist hat man ja viele Register zu bedienen. Es muss funktionell und es darf nicht die Musik zerstören, wenn man nur beschäftigt ist, die Knöpfe zu suchen oder nicht gut erreichbar sind, zerstört das auch der Duktus und der Fluss von der Musik. Deswegen war es wichtig, auch einen Spieltisch zu haben, der absolut zuverlässig ist und übersichtlich und auch für Organisten, die nicht viel Zeit haben zum Üben, weil in so einem Haus gibt es sehr viele Proben. Die Organisten haben sehr wenig Zeit, um sich darauf einzustellen. Deswegen muss es sehr präzise sein. Dann ist auch der Anschlag, wie ich öfters sage, man muss nicht eine Orgel am Freitag spielen, dass das Konzert am Sonntag klingt, sondern die Traktur muss ja auch nicht so viel Verspätung haben. Und der alte Spieltisch war ja auch ältere Materien von 1986. Und da gibt es auch technische viele Fortschritte. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass der Organist nicht hinterm Orchester immer schleppt, sondern dass er perfekt mit dem Orchester zusammenspielt. Und deswegen war es mir wichtig, als Kustos eine Orgel zu haben, die präzise und lebendig antwortet und auch manche Feinheiten vom Anschlag wiedergeben kann. Spanische Trompete, weil das hat einfach so viel Charakter und so viel Persönlichkeit. Und ich glaube, das brauchen wir heutzutage, viel Charakter. Es ist ein bisschen das ungestüme Leben einer spanischen Trompete, die so lebenswert macht. Beides. Das ist nicht zu beantworten. Ich glaube, jedes Orchesterkonzert im Kölner Dom wäre eine Katastrophe. Ich will das nicht für die Orgel sagen. Nicht jedes Orgelkonzert in der Philharmonie wäre eine Katastrophe. Aber beides hat seine Berechtigung völlig nebeneinander und kann ohne diese spezielle Atmosphäre, wo das Konzert stattfindet, auch nicht sein. Es ergänzt sich perfekt. Jeder bringt seinen Stein. Ich glaube, das ist einfach eine Entwicklung. Es ist beides auf seine Art völlig genial. Und ich glaube, das ist so, sind so die Schlaglichter, die man hat. Dazwischen gibt es noch viele Kleinmeister, die ebenso wunderbare Instrumente hervorgebracht haben, die wir gar nicht im Fokus haben. Aber man muss schon sagen, das ist schon, sind schon große Inspirationsquellen, auch für heute noch. Man muss einfach sagen, diese Instrumente sind so beseelt, dass sie uns heutzutage noch berühren. Also Literatur ist primordial, ich würde sagen. Das ist einfach der absolute Kern von unserer Beschäftigung. Man muss sich beschäftigen mit großen Meistern, mit großen Kompositionen. Die Improvisation ist, würde ich sagen, die Kunst, sich selbst auszudrücken. Aber man muss, man kann es nur gut machen, wenn man auch die Meistern gelesen, gespielt hat, analysiert hat. Ich glaube, nur zu improvisieren, das wäre sehr einseitig. Für mich liegt selber in der Improvisation eigentlich ein großer Reiz, sie zu hören. Weil ich glaube, es ist die unmittelbarere Art, Gefühlszustände auszudrücken, weil man doch in der Literatur ist man ein bisschen in dem Korsett des Stücks, ich will nicht sagen gefangen, aber kanalisiert. Aber die Improvisation lässt einen so richtig frei. Da kann man so aus dem Herzen heraus irgendwie die Gefühlslage darstellen. Deswegen bleibt es für mich die Improvisation. Oh. Jetzt wird es schwierig. Ja. Zumindest für ihn. Für mich ist es klar.
Also diese Schizophrenie, würde ich sagen, Klavierorgel hat mich mein ganzes Leben begleitet. Also ich habe Musik angefangen mit Orgel. Ich wollte unbedingt Organist werden. Das steht erstens fest. Und das Klavier war immer fast ein Folterinstrument, weil da wurde immer Tonleiter, Hahn und Czerny und sowas gemacht. Und das hatte für mich nichts zu tun mit Musik. Und die Musik habe ich dann an der Orgel gemacht. Bis ein Tages habe ich eine Lehrerin getroffen, Hélène Boski, die Schülerin von Cortot war, eine fantastische Pianistin, und die hat mir richtig die Türen vom Klavier geöffnet, von dieser Klavierwelt. Und da habe ich die ganze Ausdrucksweise vom Klavier entdeckt, und ich habe dann Klavier studiert und sehr, sehr viel Klavier geübt. Aber ich bin ja Franzose, und die französische Tradition der Orgel ist sehr geprägt vom Klavierspiel. Alle französischen Organisten haben sehr viel Klavier gespielt. Marcel Dupré sagte, 4 Stunden Klavier für 1 Stunde Orgel üben. Ja. Und das habe ich dann weitergemacht. Und ich muss sagen, ich hatte auch eine Periode in meinem Leben, zwar vor 15 Jahren ungefähr, wo ich richtig Probleme hatte mit der Orgel, wo ich total vom Klavier fasziniert war. Und ich muss sagen, seit 3-4 Jahren bin ich richtig zurückgekommen zur Orgel und habe die Orgel auch wieder neu entdeckt, weil ich vielleicht die Orgel ein bisschen auf die Seite gelegt habe, mindestens in meinem Kopf. Ich habe natürlich immer weiter unterrichtet und immer weiter gespielt. Aber ich habe Abstand gewonnen, und dieses intensive Beschäftigung mit dem Klavier und mit der Sensibilität vom Anschlag und mit der ganzen Expressivität vom Klavier hat mir eigentlich sehr viel für die Orgel gebracht. Und ich merke jetzt immer mehr, wie die Orgel anspruchsvoll ist. Ja? Wenn man dann diesen Anspruch hat, Druckpunkte, Lockerheit, Expression, alles schön zu beherrschen, entspannt. Und ich freue mich eigentlich. Ich bin wieder zur Orgel 100% wieder zurückgekommen. Ja? Und das Klavier ist jetzt wieder im Schatten. Für mich ist es ja eigentlich klar, ich liebe sehr Klavier, aber das, was mich an dem Instrument nach wie vor bis zum heutigen Tag fasziniert, ist eben diese unbändige Bandbreite von den ganz wirklich zarten, dünnen, leisen Klängen zu diesem gewaltigen Brausen. Und kein anderes Instrument ist in der Lage, eine solche Palette an Farben und Klangschattierungen abzubilden. Deswegen bleibt es meine Nummer eins. Ich möchte auch etwas Wichtiges, was für mich ganz wichtig ist, noch zu sagen. Weil öfters hat die Orgel ein schlechtes Image oder ein schlechtes Bild, ja, manchmal bei den anderen Musikern und so. Und ich möchte doch etwas beleuchten. Also für mich die zwei absolut größten Komponisten, Johann Sebastian Bach, war Organist und hat so viele wunderbare Orgelmusik geschrieben. Ich meine, das ist ja schon eine Ansage. Und der zweite sehr große Musiker vom 20. Jahrhundert, Olivier Messiaen, hat auch fantastische Orchesterwerke, fantastische Klavierwerke gespielt, war auch Organist und hat auch ein wunderbares Orgelwerk hinterlassen. Das zeigt uns schon, wenn so zwei absolut große Meister, Genies von der Musik sich gewidmet haben mit dem an der Orgel, dann heißt es schon, dass die Orgel, würde ich sagen, doch die Königin der Instrumente ist. Da bist du einverstanden. Auf jeden Fall.